Moritz Gruber. Der moderne Mann und ich, oder besser, eine Grundschullehrerin packt aus. Der Text ist in zwei Teile gegliedert, der fängt vorne mit dem modernen Mann an und hört hinten mit mir auf. Der moderne Mann ist gut gekleidet und unterwirft sich in seiner Individualität ausschließlich und bedingungslos den Trends, die seine Chancen beim Balzverhalten erhöhen. Deswegen verdient er mindestens 50.000 netto, ist durchtrainiert, witzig, charmant, ökonomisch kreativ und bis auf ein 3-Tage-Bad zwingend am ganzen Körper enthaart. Nur ganz nebenbei bemerkt, sollte bei der Ganzkörperenthaarung nicht auf einen herkömmlichen Rasierer oder Body Groomer, sondern auf Brazilian Waxing zurückgegriffen werden, um ein weiches Nachwachsen der Haare zu garantieren, um eine mögliche Partnerin oder einen möglichen Partner beim Vollzug des für das gegenüber maximal befriedigenden Geschlechtsaktes nicht zu kratzen. Nun steht der moderne Mann als Bartträger vor dem Problem, dass ein Bart an sich in seiner Beschaffenheit dafür prädestiniert ist, bei einem leidenschaftlichen Kuss das Gesicht des Gegenüber mit tiefroten Furchen zurückzulassen. Deswegen muss dieser Bart mit extra dafür hergestellten Pflegen und Tinkturen blütenweich gecremt werden. Der moderne Mann als Modell englischer Garten gepflegt, wild und landschaftsverschönernd in die Gesellschaft eingebaut. Und mir hat man vor meinem Studium erzählt, dass der Mann als modern gilt, der mutig neue Wege geht. Und jetzt stehe ich hier, chronisch pleite und bis auf mein Gesicht am ganzen Körper behaart. Mein Name ist Moritz Gruber und ich werde Grundschullehrerin. Wenn man das Wort Grundschullehramt im Duden nachschlägt, wird einem immer noch suggeriert, es handelt sich um ein geschlechtsloses Wort. Grundschullehramt, das. Doch Grundschullehramt hat ein Geschlecht, aber keins, das freibaumeln zwischen den Beinen hängt. Somit gehöre ich einer Minderheit an, die an jeder Universität ihresgleichen sucht. Ausländer, schwarze Menschen mit Behinderungen. Alle kommen in einer 10-mal höheren Anzahl vor als ich. Ich bin so selten wie eine Informatikstudentin. Halb so intelligent, aber doppelt so attraktiv. An allen Universitäten gibt es mindestens eine Frauenbeauftragte. Eine Frauenbeauftragte braucht im Studienfach Grundschullehrerin keine Sau. Ich brauche einen Grundschullehrerbeauftragten. Doch den brauchen nicht nur ich, sondern auch die ganzen Jungs in den Klassen 1 bis 4, die einen Mann nur noch vom Hörensagen kennen. Denn der Vati ist ja weggelaufen, bevor der kleine Kevin auch nur die Chance hatte, das Wort Papa mit seinen kleinen ADHS-Lippen zu formen. Es ist sogar schon so weit, dass die Kinder die Lehrerin fragen, ob ich der neue Hausmeister bin, wenn ich in einer Klasse zum Praktikum erscheine. Ich war schon in Grundschulen, in denen die Herrentoilette als Abstellkammer benutzt wurde und das Pissoir so einsam und unbenutzt dahing, dass man getrost daraus hätte trinken können. Die Erwartungen, die meine Eltern in mich als Erstgeborenen gesteckt haben, habe ich nicht ansatzweise erfüllt. Ich hätte Arzt werden sollen, Jurist oder zur Not auch noch Bauarbeiter, aber ich meine nicht so einen wie bei YMCA, ich meine einen echten heterosexuellen Bauarbeiter mit Bauarbeiterausschnitt, aber Grundschullehrerin? Welche Eltern dieser Welt haben sowas verdient? Warum nicht gleich Friseuse, Hebamme oder Burlesque-Tänzerin? Vielleicht wäre ich doch einfach besser eine kleine Anna-Luise oder Marie-Sophie geworden, dann bräuchten sich meine Eltern meiner wenigstens nicht so zu schämen. Doch irgendetwas in mir schreit laut: Moritz, du bist ein Mann! Ich habe einen Überblick, wie viel Paar Schuhe ich besitze. Ich rasiere mein Gesicht, nicht meine Beine, auch wenn das bei meinem Bartwuchs alle 2 Wochen reicht. Verdammt, ich treffe das Pissoir in der Herrentoilettenabstellkammer jeder verdammten Grundschule bei günstigen Windbedingungen, von jeder Tafel jedes x-beliebigen Klassenzimmers blind und durch die Beine. Prinzipiell sind diese Klischees, denen ich mich hier eben bedient habe, doch eigentlich alle ziemlich dämlich, aber sind wir doch mal ehrlich, das wollen doch alle hören. Könnte mir ja eigentlich auch egal sein, doch Klischees paaren sich zu oft mit Intoleranz und zusammen gebären sie dann Vorurteile und mit denen begegnet mir dann der anfangs beschriebene moderne Mann, ausgestattet mit iPhone, iPad und eigentlich ziemlich wenig Hirn. Er hebt seinen Kopf
Unsere Blicke treffen sich und über sein Gesicht huscht ein suffisant überhebliches Lächeln, bei dem seine perfekt weißen Zähne unter seinem dichten Bart hervorblitzen und er fragt mich: Moritz, wo siehst du dich eigentlich so in 2 Jahren? Ich halte seinen Blick stand, schaue ihm tief in die Augen und sage: In der 3. Klasse. Danke.